Die Weihnachtsvorlesung des IFO-Instituts von Hans-Werner Sinn ist eine Institution für viele Menschen und so ist auch die Weihnachtsvorlesung 2022 kommentierungswürdig. Und ja, gebe hier meinen Senf dazu. Der Vortrag hat zwei Teile, so wie Hans-Werner Sinns Vorlesung. Im ersten Teil geht es um Stagflation und ihre Ursachen. Vor allem um die Inflation. Im zweiten Teil geht es um die Energiekrise bzw. die Energiewende. Ich wünsche euch viel Spaß. Rein organisatorisch habe ich die Kommentierung so gestaltet, dass ich die Passagen der Vorlesung, mit denen ich im Wesentlichen einverstanden bin, mit meinen eigenen Worten beschreibe. In der Hoffnung, dass ich damit das richtig wiedergebe, so wie Hans-Werner Sinn das sich vorgestellt hat. Und während ich die Teile der Vorlesung, mit denen ich nicht einverstanden bin, die ich für bemerkenswert oder kommentierungswürdig halte, in Wort und Bild wiedergebe und dann anschließend kommentiere. Hans-Werner Sinn gibt, wie üblich, zu Beginn eine kleine Einführung in die Thematik. Und das tut er mit der für ihn bekannten, mit dem für ihn bekannten Pessimismus und einer, ich sag mal, dunklen Haltung in Bezug auf die Zukunftsaussichten. Er spricht anfangs von Risiken für die Volkswirtschaft und ihre Periodizität und malt fünf schwarze Schwäne an die Wand sozusagen. Zitiert eine Studie, nach der das Zukunftsvertrauen der Deutschen zwischen 1950 und 2022 noch nie so pessimistisch war wie heute. Die fünf schwarzen Schwäne, die er definiert, sind die Pandemie, der russische Angriff auf die Ukraine, dann kommt etwas, das nennt er italienische Verhältnisse in Großbritannien. Ich würde es Neu-Weimarer Verhältnisse in Großbritannien nennen. Das passt aus meiner Sicht besser. Dann spricht er von galoppierender Inflation und fügt zum Schluss an die Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1, ja, was da passiert ist in der Ostsee, diese Angriffe. Und das sind für ihn fünf schwarze Schwäne, die so etwas wie Untergangszeichen sind. In seiner Argumentation ist er so, wie man ihn kennt. Er blickt eben pessimistisch in die Zukunft und ja, ist ein typischer Schwarzmaler, wie man das von ihm kennt. Ja, der Vortrag hat von ihm, der hat zwei Teile. Er spricht im ersten Teil über fast eine Stunde über die Stagflation, also diese Mischung aus Stagnation und Inflation. Und im zweiten Teil spricht er über die Energiekrise. Das zum einen, weil es mit der Inflation zusammenhängt und zum anderen, weil es die größte volkswirtschaftliche Aufgabe ist, vor der wir stehen. Wie es sich gehört, beginnt Hans-Werner Sinn den ersten Teil seines Vortrags mit der Definition der Stagflation. Das historische Vorbild ist die Ölpreiskrise in den 1970er Jahren gewesen. Da gab es ja zwei Ölpreisschocks und diese Kostenschocks haben eine Stagnation ausgelöst. Er gibt aber nicht nur dieses historische Beispiel, sondern beschreibt auch die Folgen dieser Entwicklung. Also Stagflation ist eine Mischung aus Stagnation und Inflation. Es handelt sich um die Folgen eines Angebotsschocks, die gekennzeichnet sind von sinkenden Realeinkommen und also sinkendem Konsum und also Schwierigkeiten der Unternehmen, ihre Produkte zu verkaufen, weil den Menschen einfach die Kaufkraft abhanden kommt. Sinn gibt Aussichten auf das Wachstum 2023.
zeigt eine Tabelle, in der China weit vorne liegt, nach wie vor, hat unterschiedliche Gründe und Deutschland Schlusslicht ist. Das passt ganz in seine pessimistische Erzählweise und soll untermauern, dass wir uns bereits in einer Stagnation befinden, mutmaßlich. Dann zeigt er Bilder von der sogenannten Warenkorbinflation, also die Warenkorbinflation gibt die Steigerung der Preise bestimmter Güter an, die man auswählt. Und die Auswahl nennt man eben den Warenkorb. Und zwar gibt er diese Warenkorbinflation an zwischen 1990 und 2022. Im Euroraum haben wir aktuell etwa 10% Inflation. Dazu zeige ich auch gleich die Folien, die er gezeigt hat. In Deutschland sind es 11,3%. Dann knüpft er die Beziehung zwischen der Inflation, wie sie die Konsumenten erleben, und der sogenannten Erzeugerpreisinflation. Dort für die Erzeugerpreisinflation zeigt er auch Folien zwischen 1950 und 2022. Da liegen wir bei den Erzeugerpreisen im Moment bei einer Inflationsrate von 34,5%, wie Hans-Werner Sinn zeigen wird. Und der Abschnitt wird abgeschlossen dadurch, dass er die Erzeugerpreisinflation in Beziehung setzt zur Konsumenten- oder Warenkorbinflation. Und da zeigt er eine Regression, nach der etwa ein Drittel der Preissteigerungen bei den Erzeugerpreisen nach etwa 4 bis 5 Monaten an die Konsumenten weitergegeben werden. Das ist natürlich, wie er selbst sagt, eine statistische Analyse und eine Korrelation ist noch längst kein Kausalzusammenhang, aber man kann schon annehmen, dass die Wirtschaft ähnlich reagieren wird wie in der Vergangenheit auf so einen Kostenschock. Insofern ist da etwas dran. Hier nun die erste Folie, also die ich kommentieren möchte. Er zeigt hier die gewerblichen Erzeugerpreise in Deutschland zwischen 1950 und 2022 und nimmt Bezug auf die zwei Ölpreiskrisen in den 1970er Jahren und die daraus resultierende Stagflation. Das tut er zum einen, um die heutige Situation in Beziehung zu setzen zu Daten, die wir haben. Ja, und da ist halt zu sagen, dass wir bei den Erzeugerpreisen weit über dem liegen, tatsächlich weit über dem liegen, was wir historisch gesehen haben in den letzten 70 Jahren. Also da hat er vollkommen recht, dass wir hier ja einen Präzedenzfall haben und dass wir eigentlich nicht so genau wissen, wie das System darauf reagiert. Man muss jetzt sagen, aktuell sinken die Erzeugerpreise schon wieder und zeigt da auch in den Folien. Und wenn man, das zeige ich ja später auch, dass die Energiepreise schon wieder am Abklingen sind. Das heißt, dieser Teil der Ursachen bildet sich gerade zurück. Ja, also die nächste Folie da zeigt er die Konsumentenpreise. Also die vorherige Folie, das waren die Erzeugerpreise bzw. die Inflation bei den Erzeugerpreisen. Und da muss man sich bewusst machen, dass Erzeugerpreise die Preise sind, die die Produzenten der Güter aufrufen. Also vor Logistik und Transport und bevor die Güter in den Handel kommen. Ja, also das betrifft die gesamte Lieferkette eines Produktes und also die Erzeugerpreisinflation kann als eine Art Vorläufer der Inflation betrachtet werden, wie er das ja dann später auch durch die Regression begründet. Das sind Preise, die in den Unternehmen entstehen. Die Warenkorbinflation, die er hier zeigt, die auch so hoch ist zwischen 1990 und 2022, die jetzt gerade in 2023 im sogenannten Westen so hoch ist wie nie zuvor in dieser Statistik. Diese Konsumentenpreise, das sind die Preise, die die Konsumenten an den Warentheken
dort, wo sie die Güter erwerben, erleben oder denen sie begegnen. Und das sind schon alarmierende Zahlen, doch auch die Folien von Hans Werner Sinn zeigen bereits, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten scheint. Was ist der Zusammenhang zwischen der Regression, die er später zeigt, und zwischen der Wirtschaft, oder warum gibt es überhaupt diesen Zusammenhang zwischen den Erzeugerpreisen und den der Erzeugerpreisinflation und der Warenkorbinflation? Das ist einfach dadurch begründet. Hier ist eine Skizze von einem Unternehmen, eine schematische Darstellung. Und man sieht, dass wir bei den meisten Unternehmen, die man so darstellen kann, eine sehr ähnliche Struktur haben. Ja, die Unternehmen kaufen Rohstoffe, Energie ein, also Edukte der Produktion. Sie kaufen Arbeitskraft ein. Sie kaufen Fremdkapital, beziehungsweise die Nutzung von Fremdkapital, und sie kaufen Abfallbeseitigung ein. Das sind die Ausgaben der Unternehmen. Und die Unternehmen verkaufen ihre Produkte an die Konsumenten. Jetzt ist es so, dass wir einen Angebotsschock haben aufgrund der Steigerung der Energiepreise. Und der stellt sich in diesem Diagramm so dar, dass auf der Seite der Edukte in der Produktion, ja, die Energiepreise und auch die Rohstoffpreise regelrecht explodieren. Ja, man muss sich bewusst machen, wo überall Öl und Gas und auch Kohle drinsteckt, also die Verwendung bzw. die Energie aus der Verbrennung dieser Energieträger. Die Energie wird dazu benutzt, um Rohstoffe herzustellen, um überhaupt auch die Produktion am Laufen zu halten. Und deswegen ist Energie, also wenn sich die Energie verteuert, ja, also wenn wir eine Verknappung des Angebots von Energie haben, dann wirkt sich das auf die gesamte Lieferkette aller Produkte aus, weswegen diese Art von Angebotsschock, die wir heute beobachten, auch ohne historisches Vorbild ist, weil wir so stark abhängig waren von Putins Gas. Also 55% des Gases bezog die EU vor dem Beginn des Krieges aus Russland, und diese Quelle musste innerhalb von wenigen Monaten geschlossen werden, und wir mussten andere Lieferanten für das Gas finden, beziehungsweise einfach auf das Gas verzichten. Und das hat die Preise in die Höhe getrieben. Das ist hier meine Theorie, die ich vertrete. Auf jeden Fall ist es so, dass man hier an dieser Grafik schon sieht, dass die Energiekosten, die befinden sich auf der Seite der Edukte der Produktion, während die Preise, die den Konsumenten entstehen, auf der Seite der Produkte stehen, also auf der Ausgabenseite des Unternehmens gewissermaßen. Und dann entsprechend die Kosten, die Unternehmen haben. Hier möchte ich jetzt für den Vortrag wesentlich nennen: die Rohstoff- und Energiekosten, die Arbeitskosten und die Fremdkapitalkosten, also die Zinsen. Irgendwann, wenn sie die Kosten nicht innerhalb des Unternehmensprozesses einsparen können, an die Konsumenten weitergeben müssen. Und das ist der Grund, warum es diese statistische Beziehung gibt zwischen der Höhe der Erzeugerpreise bzw. der Höhe der Erzeugerpreisinflation und der Höhe der Warenkorbinflation. Ja, hier sieht man jetzt nun diesen Zusammenhang, diesen statistischen Zusammenhang, wie er ihn darstellt. Und man kann schon sagen, dass er die Regression, dass man das so dann auch behaupten darf, dass etwa ein Drittel der Preissteigerung bei den Erzeugerpreisen nach etwa 4 bis 5 Monaten an die Konsumenten weitergegeben werden. Und das bedeutet, wie er sagt, dass uns eventuell, wenn sich die
Wirtschaft so verhält wie in der Vergangenheit, noch Preissteigerungen bevorstehen. Jetzt muss man aber sagen, dass ja die Energiepreise schon wieder zurückgehen. Ja, das zeige ich auch am Ende des Vortrags. Ja, nun kommt hier das erste Video von die erste Videopassage, die ich kommentieren möchte. Und die hören wir uns jetzt mal an. Ja, was sind die hauptsächlichen Ursachen? Ich will jetzt nicht meine vorigen beiden Vorlesungen hier wiederholen, aber doch in Erinnerung rufen, das, was ich Ihnen da groß und breit erklärt habe mit Grafiken über die Geldmengenentwicklung und so weiter. Ich habe jetzt zwei Vorlesungen gemacht über die Inflation. Also die Hauptursache ist einmal die Pandemie und die Quarantäne. Die hat zu Lockdowns weltweit geführt. Die Häfen waren zu in China. Die Frachtraten gingen hoch, weil die Frachter festsaßen. Es wurden die Vorprodukte nicht geliefert aus China nach Deutschland, zu anderen Ländern, sodass das Angebot verknappt war. Und auf der anderen Seite war es die gewaltige Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Wir haben eine Versiebenfachung der Geldmenge seit 2008 gehabt, eine Versechsfachung relativ zur Wirtschaftsleistung. Es ist ein Geldüberhang gemessen an dem, was 2008 vor der Lehman-Krise noch normal war, von 5,3 Billionen Euro. Und davon sind für 4.400 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Und nicht, das ist das Schöne. Ich hatte ja bei der letzten Weihnachtsvorlesung auf Kopernikus verwiesen. Die Fürsten des Mittelalters haben auch immer Geld gedruckt, wie Heu. Also das Geld, das alte Geld eingesammelt, umgeschmolzen, das mit weniger Silber wieder ausgegeben, hatten sie mehr Münzen und konnten ihren Hofstaat finanzieren. Und genauso hat man das hier in Europa gemacht. Ein bisschen komplizierter, indem eben da die Banken noch dazwischen geschaltet waren und so weiter. Da bin ich ja im Detail drauf eingegangen, das will ich hier nicht wiederholen. Also diese beiden Effekte. Auf der einen Seite haben wir nachfragemäßig gewaltig Gas gegeben, wie überhaupt noch nie in der Geschichte, durch diese immense Staatsverschuldung. Und auf der anderen Seite ist das Angebot beschränkt worden, macht eine Überschussnachfrage, erzeugt eine Inflation. Und ich bin so frei, hier eine Folie zu wiederholen, die ich vor 2 Jahren in meiner Weihnachtsvorlesung genau so gebracht habe. Ich lese einfach mal vor. Ein mögliches Szenario für das dritte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht allmählich an, die Produktionskapazität ist lediert, die Ölpreise steigen und es ergibt sich eine Lohnpreisspirale. Die Inflationserwartungen ändern sich, Konsumgüterkäufe werden vorgezogen, die Inflation beginnt zu traben. Und aus dem Trab wird ein Galopp. Stimmt nicht alles, was hier steht, aber es stimmt so ungefähr. So ungefähr ist es gekommen. Und das war vor 2 Jahren eigentlich nach der Theorie, die wir hatten, vollkommen klar, ja, dass es so kommen konnte und dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. Und vor einem Jahr war es nicht nur klar, da waren die Beweise schon empirisch da. Und jetzt erst ist es ein Thema, ne, in der Öffentlichkeit und in den Medien. Ja, wie wir hier sehen, ist Hans-Werner Sinn, also vertritt Hans-Werner Sinn auch die sogenannte, also ich nenne sie orthodoxe Inflationstheorie, nach der einer der Hauptgründe für diese Inflation die Geldmengenausweitung durch die Zentralbank gewesen ist. Ja, also der ist, ich nenne Hans-Werner Sinn einen, oder ich sage, dass er einer von den sogenannten Ketchup-Flaschen-Ökonomen ist. Ja, die vertreten die Theorie, dass eine Geldmengenausweitung, wie sie geschah, durch das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank letztendlich ab 2007, da gab es mehrere Anleihenkaufprogramme, aber so richtig los ging es 2015 im April und bei den Pandemiekäufen, also infolge der Bewältigung der Pandemiefolgen gab es noch zusätzliche Anleihenkäufe und das, was da passiert ist, ist, dass die Zentralbank den Staaten indirekt ihre Staatsschulden abgekauft hat. Und diese Käufe, beziehungsweise das Geld, was dadurch in die Hand der Staaten gegeben wurde, durch die Zentralbank und von den Staaten ausgegeben wurde, das waren 4,4 Billionen Euro,
das interpretiert Hans-Werner Sinn im Hinblick auf die Inflation als zusätzliche Nachfrage auf der Nachfrageseite der Märkte. Also auf den Märkten haben wir ja die Angebotsseite, da stehen die Produzenten und bringen ihre Güter, die sie herstellen, auf den Markt. Und auf der Nachfrageseite stehen die Konsumenten und die haben das Geld und wollen die Güter nachfragen. Und jetzt sagt Hans-Werner Sinn, dass, wie man das ja so kennt, wenn auf der Nachfrageseite die Nachfrage explodiert, also wenn sie sprunghaft ansteigt, er sagt hier um 4,5 Billionen Euro, dann müssen die Preise auch anziehen. Ja. Wir werden später sehen oder ich werde später zeigen, was ich von seiner Theorie halte. Ich denke, dass diese Theorie, so wie sie ist, nicht haltbar ist. Hans-Werner Sinn bemüht aber nicht nur diese Theorie, sondern er stimmt auch ein in den Reigen der heterodoxen Ökonomen, die sagen, dass wir es hier mit einem Angebotsschock zu tun haben, dass also die Inflationsentwicklung begründet ist durch einen Rückgang des Angebots. Ja, die Preise können ja auch dann steigen, wenn das Angebot zurückgeht. Also nicht nur, wenn die Nachfrage steigt, sondern auch, wenn das Angebot zurückgeht. Und dieser Theorie hänge ich auch nach. Ich glaube, dass die Inflation insgesamt durch den Rückgang des Angebots begründet werden kann und dass die Behauptung, dass hier die Zentralbank diese Inflation erzeugt hätte, völlig unhaltbar ist. Und dass auch deswegen der gegenwärtig eingeschlagene Weg zur Bekämpfung der Inflation durch Anhebung der Zinsen, der völlig falsch und verkehrt ist und fatale Folgen haben wird, nämlich auch das Gegenteil erreichen wird, weil die steigenden Schuldzinsen die Angebotsseite weiter schwächen. Ja, also die Unternehmen haben höhere Kosten und das bewirkt letztendlich einen Rückgang des realen Angebots und das führt zu Preissteigerungen. Ja, das heißt, die steigenden Zinsen sind verantwortlich, in zunehmendem Maße verantwortlich für Preissteigerungen. Richtig ist jedenfalls, wie er sagt, dass die Inflation auch zurückzuführen ist oder zurückgeführt werden kann auf Angebotsschocks durch gestörte Lieferketten infolge der Pandemie. Dann aber auch, muss man hier noch hinzufügen, Chipmangel, wie er das auch in den vorherigen Weihnachtsvorlesungen gesagt hat. Und ganz aktuell eben die erhöhten Energiepreise, die ja für die Unternehmen auch auf der Kostenseite stehen. Ja, und hier sind eigentlich die Ursachen für die Inflation zu suchen. Und jetzt, man kann sich natürlich jetzt fragen, warum betont Hans-Werner Sinn diese orthodoxe Inflationstheorie, nach der die Inflation verursacht ist durch die Geldmengenausweitung? Und da behaupte ich ja, das ist ein Hinweis auf seine Gesinnung. Er möchte eigentlich eine Argumentation etablieren, die nach der begründet werden kann, dass die Zinsen steigen müssen. Und also er ist, meiner Auffassung nach, ist er einfach ein Kapitalist und das hat Folgen für uns alle, wenn wir ihm da glauben, dass das der richtige Weg sei, die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, um die Menschen hier mal zum Nachdenken anzuregen, ob das dann so sinnvoll ist, diesem Mann zu glauben, was die Inflationsursachen angeht. Es gab ja auch schon bei Markus Lanz Diskussionen zwischen Ulrike Herrmann und Frank Thelen und die Auffassung, die Ulrike Herrmann da vertreten hat, die vertrete ich auch, dass einfach wir es hier mit einem Angebotsschock zu tun haben und die 4,4 Billionen Euro, die da gekauft wurden, nicht in dem Maße nachfragewirksam geworden sein können, wie es notwendig wäre, um die Inflation zu erklären, die wir heute haben. Ja, hier kommt nun die nächste Passage, die auch insgesamt
die ich problematisch finde. Das Streichholz der Pandemie wird sich ja hoffentlich jetzt wird ja hoffentlich erlöschen. Ist dann die Inflation vorbei? Das glaube ich nicht, denn es ist wie beim Feuer, wenn Sie da irgendwas anzünden, der Zunder brennt weiter, auch wenn das Streichholz schon lange aus ist. Es gibt Selbstverstärkungseffekte. Die Güterhorte, die ich damals vermutete bei den Konsumenten, die sehen wir gar nicht bei den Konsumenten, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen getäuscht, aber wir sehen sie bei den Firmen. Das IFO-Institut hat ja hier eine Umfrage und berichtet, dass 68% der Firmen des verarbeitenden Gewerbes tatsächlich klagen über die Inflation und selber Vorsorge treffen, indem sie ihre Läger vermehren. Die Firmen haben also gekauft an Vorprodukten, was sie nur kriegen konnten, um lieferfähig zu bleiben gegenüber ihren Kunden. Das heißt, alle haben sie ihre Läger bis zum obersten Rand gefüllt mit Vorprodukten und dadurch die Verknappung, die sowieso schon da war, noch verstärkt. So ein Selbstverstärkungseffekt. Bei den Konsumenten ist das noch nicht, die haben das noch gar nicht so ganz richtig gemerkt, das kommt aber vielleicht noch und bei höheren Inflationsraten ist das sicher dann auch bei Konsumgüterkäufen, so langlebige Konsumgüter, Autos, Kühlschränke und so weiter, aber da sind wir noch nicht, kommen wir vielleicht ja auch nicht hin. Dann die Lohnpreisspirale, von der ich davor sprach vor 2 Jahren, die sehen wir aber schon ganz klar. Der IG Metall-Abschluss liegt bei 8,5%, die Verdi-Forderung liegt bei 10,5%. In der Ölkrise vor 50 Jahren hatte Klunker 15% gefordert und 11 gekriegt. Sind wir noch nicht ganz. Aber in der Tendenz ist es wieder so wie damals. Dann perspektivisch haben wir einen zusätzlichen Inflationstreiber durch die demografische Krise. Einige sagen dazu einen Facharbeitermangel, aber es fehlt uns an jungen Menschen überall, in allen möglichen Gewerben und Tätigkeiten, sodass also das Angebot von daher auch verknappt wird. Also weiterhin eine stagflationäre Angebotsverknappung, die angesichts der immer noch riesigen Staatsverschuldung inflationär ist. Warum ist eine Staatsverschuldung inflationär, wenn das Angebot nicht mitkommt? Der Staat kann sich ja finanzieren über Steuern und Ausgaben bezahlen damit oder er kann sich über Verschuldung finanzieren. Wenn er es über Steuern macht, dann nimmt er dem einen Kaufkraft weg und gibt sie dem anderen. Das ist plus minus null. Es ist nicht inflationär. Aber bei Steuern nimmt er ja niemandem was, bei Schulden nimmt er ja niemandem was weg, sondern gibt nur was aus. Das heißt, einer fühlt sich reicher und keiner fühlt sich ärmer. Die Konsumneigung steigt und die Nachfrage steigt und deswegen kommt bei der Verschuldung ein Inflationsschub zustande. In der keynesianischen Unterbeschäftigung, die wir eben nicht haben, wäre das dann auch expansiv für die Wirtschaftstätigkeit, Multiplikatorprozesse und so weiter, aber davon sind wir heute meilenweit entfernt. Heute ist das alles inflationär. Und dann auch Angebotsverknappungen bringen natürlich das Bürgergeld und andere Lohnersatzleistungen. Je großzügiger der Staat die bezahlt, die keine Arbeit aufnehmen, desto geringer ist der Anreiz, eben das zu tun, nicht? Und dann fehlen die Leute auch. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, während wir gleichzeitig einen Mangel an Hilfskräften für alles Mögliche haben. Irgendwie passt das nicht zusammen und das liegt eindeutig natürlich an der Existenz des Sozialstaats mit seinen Lohnersatzleistungen. Da habe ich früher, vor 20 Jahren, viel drüber resoniert. Ich will das hier nicht wiederholen bei den Schröderschen Reformen und so weiter. Und dann haben wir eine dauerhafte Energieknappheit wegen des Krieges jetzt, der noch Auswirkungen haben wird. Hoffentlich nicht für ewig, aber für einige Jahre. Und dann natürlich die grüne Energiewende. Die Energie wird uns sehr knapp und das ist ein Thema, was ich nachher noch intensiver beschreibe. Das alles spricht für ein fortgesetztes, stagflationäres Szenario in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus. Ja, also in diesem Abschnitt, da begründet Hans-Werner Sinn seine pessimistische Zukunftsaussicht und das benennt er oder das spricht er plakativ mit dem Wort Zunder an. Also
Der spricht da von Selbstverstärkungseffekten und von so einer Art Kettenreaktion, die in Gang kommt. Das hat seine Berechtigung. Inflation ist auch ein psychologisches Phänomen und es ist aber zu fragen, welche Rolle er eigentlich in diesem Spiel spielt, als Ökonom mit Reichweite in den Netzwerken. Viele Leute glauben ihm ja und wenn sie ihm glauben, dann hat das Folgen auf ihr Verhalten und das wirkt sich auf die Inflation aus. Der erste Punkt, den er anspricht, ist die Güterhortung, die ja jetzt bereits tatsächlich stattfindet, wie Ivo auch angegeben hat nach Befragungen. Die Unternehmen erwarten, dass die Preise steigen und decken sich mit den Rohstoffen oder mit den Ausgangsgütern ihrer Produktion ein, um lieferfähig zu bleiben, für den Fall, dass es nochmal zu Versorgungsengpässen kommt. Und hierbei muss man sich schon fragen, welche Rolle solche Prognosen spielen, dass die Inflation weiter steigt und dass sie nicht zurückgehen wird auf das Verhalten dieser Unternehmer. Und da ist der Zusammenhang sehr klar. Wenn die Unternehmer erwarten, dass die Inflation weiter hoch bleibt, dann werden sie natürlich in der Gegenwart schon möglichst alles kaufen, was in Zukunft teurer wird, um Geld zu sparen. Richtig ist jedenfalls, dass es Zweitrundeneffekte gibt, die durch die Preisschocks ausgelöst werden. Und ich möchte hier zwei, neben diesen psychologischen Effekten, noch zwei weitere Effekte rausgreifen, die von großer Wichtigkeit sind. Das eine ist das Verhalten der Gewerkschaften, die im Arbeitskampf die Preise für die Verfügungsrechte an Arbeitskraft erhöhen, also die Arbeitskosten für die Unternehmen. Ja, also da ist ja das normale Verhalten, dass im Arbeitskampf Inflationsausgleich erwirkt wird, sodass das Realeinkommen wenigstens gleich bleibt. Und andererseits ist das Verhalten der Zentralbank begründet durch die orthodoxe Inflationstheorie, also dass wir es hier eigentlich mit einer Überhöhung der Nachfrage über das Angebot zu tun haben, die man durch steigende Zinsen runterregeln kann. Die Reaktion der Zentralbank ist, dass sie die Preise für die Verfügungsrechte an Fremdkapital erhöht, also die Schuldzinsen in den Unternehmen und dass also die Fremdkapitalkosten in den Unternehmen steigen. Das heißt, die Unternehmen haben es mit einer primären Inflationsursache zu tun. Ihre Energie- und Rohstoffkosten steigen explosionsartig. Wir haben die Zahlen gesehen. Und es gibt zwei Reaktionen auf diese auslösende Ursache. Die eine Reaktion ist von den Gewerkschaften, sie erhöhen die Arbeitskosten. Und die zweite ist die Reaktion von den Zentralbanken, beziehungsweise von der EZB jetzt in unserem Fall, sie erhöhen die Fremdkapitalkosten. Das heißt, zu den erhöhten Energie- und Rohstoffkosten kommen jetzt noch erhöhte Arbeitskosten und erhöhte Fremdkapitalkosten. Zwei Reaktionen, das sind diese sogenannten Zweitrundeneffekte. Hans-Werner Sinn spricht aber nur von einer bedrohlichen Lohnpreisspirale. Ja, das ist auch berechtigt teilweise, weil ja die Arbeitskosten einen großen Anteil an den Preisen in den Unternehmen ausmachen, an den Kosten. Aber zu wenig spricht er über oder gar nicht. Er spricht gar nicht über eine Fremdkapitalkostenpreisspirale, also über eine sich selbst verstärkende Reaktion der Zentralbank auf die Inflation, dass nämlich die Zinsen angehoben werden, damit die Fremdkapitalkosten in den Unternehmen steigen und da die Unternehmen sowieso am Limit sind, die Kosten tragen zu können, müssen sie alle zusätzlichen Kosten an die Konsumenten weitergeben. Und das bedeutet, dass diese Zinssteigerungen direkt inflationär wirken. Ja, dieser Zusammenhang, den man direkt erkennen kann, wieder an dieser schematischen Darstellung von Unternehmen, auf die geht Hans-Werner Sinn gar nicht ein, obwohl es die Realität von jedem Unternehmer ist, ja, mit diesen Kosten zu tun zu haben. Ja, der nächste Punkt ist die demografische Krise seit 50 Jahren. Also wir verzeichnen seit dem Ende des Wirtschaftswunders in den 1970er Jahren, Anfang der 1970er Jahre,
einen Rückgang der Geburtenrate. Also da sind wir unter die konservativen 2 pro Paar gefallen. Und das bedeutet, dass seitdem die Bevölkerung schrumpft und diese fehlende Bevölkerung aufgefüllt werden muss durch von außen hinzuziehende Menschen. Und das ist wichtig, vor allem für auch für unser Sozialversicherungssystem, unser Rentensystem, weil wir ein umlagefinanziertes Rentensystem haben. Ja, also, aber es ist auch insgesamt für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Wir erleben jetzt einen zunehmenden Fachkräftemangel, einfach weil zu wenig arbeitende Menschen da sind. Und diese Knappheit der Facharbeit oder der Arbeitskräfte, die führt auch zu einer Verteuerung der Arbeitskosten nach den Gesetzen des Marktes, wenn sie denn funktionieren. Und das treibt auch die Inflation, weil die Arbeitskosten einen hohen Anteil an den Gesamtkosten der Unternehmen haben. Jetzt kann man sich aber fragen, ob denn im Hinblick auf die Schieflage unseres Rentensystems aufgrund der demografischen Krise steigende Löhne so schlecht sind. Und da kann man sagen, das sagt der Arbeitsminister mit Sicherheit auch, dass die Steigerung, Lohnsteigerungen bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen gut sind im Sinne des Rentensystems. Und dann muss man auch fragen, warum haben wir denn diese demografische Krise, die sich auch tatsächlich langfristig inflationär auswirkt? Und da sehe ich auch einen Bezug zum Kapitalismus, also zum System positiver Zinsen, dessen Anhänger Hans-Werner Sinn mutmaßlich ist. Die Menschen haben pessimistische Aussichten auf die Zukunft, verlieren das Vertrauen in die Zukunft, verlieren das Vertrauen, dass sie es schaffen können, Kinder großzuziehen. Manche sagen, sie haben keine Zeit für Kinder, sie wollen lieber Karriere machen, stellen das Kinderkriegen zurück und trauen es sich nicht zu. Ja, weil einfach sie ihre Unabhängigkeit ein Stück weit verlieren. Und das hängt alles mit dem Kapitalismus zusammen, also mit den Zinsen. Und darauf geht Hans-Werner Sinn gar nicht ein. Also, aber hier sind auch die Zinsen eine Ursache für diesen inflationären Trend, der die demografische Krise verursacht hat. Dann kommt ein aus meiner Sicht schäbiger Punkt. Er nennt als zusätzlichen Zunder nennt er das neue Bürgergeld und Lohnersatzleistungen. Die wirken nämlich, wie er sagt, der Arbeitskräfteknappheit nicht entgegen, sondern wie er aus den Verhandlungen über das Bürgergeld bekannt wurde, ist es ja so, dass das Fordern ein wenig entschärft wurde. Und das bedeutet, dass die Privatautonomie, also die Vertragsfreiheit der Arbeitenden gestärkt wurde, relativ zu vorher. Ja, also man muss sich das bewusst machen. Der Arbeitsmarkt, da stehen auf der Seite, da sind die Anbieter von Arbeitskraft, das sind die Arbeitenden bzw. die Arbeitslosen. Ja, also da Hans-Werner Sinn betrachtet den Pool von Arbeitslosen als potenzielles Angebot von Arbeitskraft. Und die Nachfrageseite, das sind die Unternehmen, die die Arbeitskraft kaufen. Und eine Verknappung des Angebots bewirkt eine Steigerung des Preises nach der einfachen Marktmechanik. Ja, deswegen ist die Höhe der Löhne empfindlich abhängig davon, von der Arbeitsmarktpolitik bzw. von der Art und Weise, wie in den Jobcentern den Arbeitslosen begegnet wird durch die Mitarbeiter der Jobcenter. Ja, also wenn die Arbeitenden oder die Arbeitslosen unter Druck gesetzt werden, sich wieder einzugliedern und sich dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen, dann wird damit das Angebot hochgetrieben auf Kosten des Selbstbestimmungsrechts der Arbeitslosen, muss man sagen. Aber wenn sie jetzt das Recht haben, sich der Eingliederung zu verweigern, ja, beziehungsweise wenn das Fordern eben nicht so scharf ist wie zuvor, dann bewirkt das nicht eine Steigerung des Angebots,
was dann zur Folge hätte, dass die Arbeitskosten in den Unternehmen sinken, sondern man kann das schon sagen, dass diese Arbeitsmarktpolitik dazu führt, dass die Arbeitskosten hoch bleiben. Aber man darf nicht vergessen, dass der Niedriglohn, der größte Niedriglohnsektor eben durch in Europa, durch dieses Drangsalierungs- und Zwangssystem, dieses Schikanierungssystem Hartz IV entstanden ist und die SPD ja fast ihren Ruf gekostet hätte und dass da dringend Abhilfe geboten ist. Also das kann so nicht bleiben. Und die Art, wie hier Hans-Werner Sinn einfach über Arbeitskräfte verfügen will, das mutet an wie das Verhalten eines, ja, wie soll ich sagen, eines Gutsherrn oder so. Also das ist halt Mittelalter teilweise. Also es ist von vorgestern. So kann man nicht mit Menschen umgehen. Ja? Also Menschen haben das Recht, über das Zustandekommen von Verträgen, insbesondere Arbeitsverträgen, frei entscheiden zu dürfen. Ja? Der Hans-Werner Sinn polemisiert da weiter. Der sagt dann, dass die Bezieher von Lohnersatzleistungen nur konsumieren und nichts produzieren würde. Und verschärft damit, also wieder diese Sichtweise ist natürlich richtig. Die Arbeitenden sind ja auf der Angebotsseite. Ja, und wenn die nichts arbeiten, dann konsumieren sie eben nur. Ja, doch man darf ja halt nicht vergessen, ohne den Konsum gäbe es gar keine Produktion. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch Arbeit haben, ja, die haben sie deswegen, weil wir immer noch so viel Konsum haben. Also ich möchte hier hinzufügen, etwas suffisante Frage vielleicht, warum redet Hans-Werner Sinn eigentlich nicht über die wirklich problematischen Arbeitsverweigerer, nämlich die Bezieher leistungsloser Einkommen, ja, also wie zum Beispiel Zinsen und Dividenden. Diese Leute arbeiten auch nicht, sie verweigern sich auch der Arbeit und sie führen eine parasitäre Existenz inmitten von uns und stellen Forderungen. Ja, nämlich Zinsforderungen. Und über diese Arbeitsverweigerer redet Hans-Werner Sinn nicht. Und er redet auch nicht darüber, inwieweit diese Menschen verantwortlich sind für Inflation. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, ein Großteil oder ein Teil der Ursachen der Inflation sind auch zu finden in den positiven Zinsen. Ich sehe eben genau in diesem Verschweigen auch wieder einen Hinweis auf seine Gesinnung. Ja, der nächste Punkt bei seiner Zunderliste ist zu Recht die Energieknappheit wegen des Krieges. Und jetzt fügt er hinzu, auch aufgrund der grünen Energiewende. Und das ist jetzt besonders perfide. Denn Hans-Werner Sinn hat die Energiewende, die ich im zweiten Teil auch noch bespreche, ja, die Energiewende selbst immer systematisch schlecht geredet. Er hat immer gesagt, das tut auch in dieser Vorlesung, das würde nicht funktionieren, das klappt nicht, und er hat systematisch in der Vergangenheit eine pessimistische Grundhaltung gegenüber den notwendigen Veränderungen verbreitet und damit auch eine Blockadehaltung, ja, eine Verweigerung gegenüber der notwendigen Veränderung mit etabliert bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft und hat also selbst erheblich zur Verknappung des Angebots von Energie auf den Märkten beigetragen. Also zum Beispiel hätten wir Windenergie und Biogas viel mehr noch ausgebaut, wie es geschehen ist. Ja, zum Beispiel. Und Solar. Und nicht so wie das infolge von Schwarz-Gelb passiert ist, der letzten Schwarz-Gelb-Regierung den Ausbau zurückgefahren aufgrund der Abstandsregeln. Ja, da gab es ja diese Diskussion mit Infraschall und so, dann hätten wir heute ein größeres Energieangebot und dann wäre mit Sicherheit die Inflation, also dann würde dieser Krieg uns gar nicht so jucken. Ja, dann würden wir eventuell wären wir schon gar nicht mehr so stark abhängig gewesen von russischem Gas und von russischer Energie, wenn wir unsere erneuerbaren Energien ausgebaut hätten. Nur Hans-Werner Sinn, ein Ökonom mit Reichweite, will anscheinend aus irgendwelchen Gründen, beziehungsweise vermutlich aus seiner Gesinnung heraus, diese Veränderung nicht. Und so ist er selbst mit dafür verantwortlich, dass die Energieknappheit da ist. Ja, also er hat im Wesentlichen recht, dass ja hier
eine Energieknappheit treibend für die Inflation wirkt. Aber die Inflationserwartungen, die sich ja auch psychologisch auswirken auf das Verhalten der Konsumenten und auch der Produzenten, die hat er selbst mit befördert. Ja, das heißt, er selbst wirkt inflationär. Ja, das muss man sich hier deutlich machen. Ja, ich möchte hier ein Fazit ziehen zur orthodoxen Inflationstheorie, ein vorläufiges Zwischenfazit. Die Folien zeigen, dass die Inflation der Erzeugerpreise am nächsten an der Inflationsursache liegen. Ja, das sieht man sehr deutlich. Die sind ja viel höher als also die Inflation der Erzeugerpreise liegt höher als die Inflation der Warenkorbpreise. Und das ist ja begründet durch die Energiekosten, durch den Energiekostenschock, ja, wie das auch andere Ökonomen sagen. Hans-Werner Sinn weist nicht die Nachfragewirksamkeit des zusätzlich geschaffenen Geldes nach. Also insbesondere waren diese Notprogramme im Rahmen deren die Anleihen gekauft wurden, also von der Zentralbank. Ja. Diese Notprogramme dienten ja zur Kompensation von Einkommensausfällen. Ja. Das heißt, da ist nicht zusätzliche Nachfrage in die Kreisläufe eingebracht worden, sondern es ist einbrechende Nachfrage teilkompensiert worden. Ja. Also Kurzarbeitergeld, das ist ja weniger, als man normalerweise bekommt. Das heißt, wir hatten es mit einer deflationären Tendenz auch während der Pandemie zu tun. Und die ist nur teilkompensiert worden durch die Anleihenkäufe. Ja, wie eine Studie aber von Oxfam zeigt, sind die Vermögenszuwächse, die es gab, auch insbesondere in Zeiten der Pandemie, überwiegend auf den Konten der Reichen zu verbuchen gewesen, während das zusätzliche Geld bei der Masse der Bevölkerung und also auch im Warenkorb nicht angekommen ist. Ja, also das ist einfach die Art, wie Hans-Werner Sinn argumentiert, ist sehr verwerflich in einem wissenschaftlichen Sinn, weil er einfach die Ursachen nicht klar trennt, sondern die immer wieder so auf eine seltsame Weise miteinander vermischt. Es ist halt so, dass Ökonomie auch ein massenpsychologisches Phänomen ist, bei dem die Glaubwürdigkeit bestimmter Propheten bzw. bestimmter Personen, denen viele Menschen glauben, eine Rolle spielt. Und gerade bei der Inflation spielt Hans-Werner Sinn eine wichtige Rolle, weil er bestimmte Kreise vertritt bzw. bestimmte Meinungen, die auch heute große Reichweite und großen Einfluss haben auf die Inflationserwartungen in den Köpfen. Und da kann man sagen, dass er seiner Verantwortung, die aus seiner Reichweite resultiert, mit seiner Schwarzmalerei, mit dem Verschweigen wichtiger Kausalzusammenhänge und der Verbreitung seiner Untergangsstimmung, wie er es tut, nicht gerecht wird. Ja, also von einem Ökonomen, der so hoch dekoriert ist und so viele Titel hat wie Hans-Werner Sinn, erwarte ich, dass er mit seinem Wirken, also mit seinem Auftreten darauf hinwirkt, dass die Inflationsursachen verschwinden. Und da muss er einfach bei den Ursachen bleiben und aufhören mit seiner orthodoxen Inflationstheorie. Ja, wir schauen uns mal das nächste Video an. In den Medien wird der Eindruck vermittelt, die Inflation sei die Folge des Krieges. Überhaupt kam das Thema medial erst dann hoch. Ja? Vorher hat keiner über die Inflation geredet, obwohl die Zahlen alle am Tisch lagen. Das ist aber nicht so. Also das stimmt nicht, diese These. Das sehen wir folgendermaßen. Wenn wir hier nochmal uns die Kurve der gewerblichen Erzeugerpreise anschauen von vorhin. Vor einem Jahr, im Dezember letzten Jahres, waren wir hier bei 24,2%. Und Sie sehen, das ist bereits damals der historische Höchststand gewesen, der höher als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da war vom Krieg ja noch nicht die Rede. Also der Krieg kann gewisse Verstärkungseffekte natürlich erklären, aber nicht das besondere Phänomen der Inflation an sich. Als ich die Weihnachtsvorlesung hielt, letztes Jahr hatten wir erst die Oktoberzahlen,
Da waren wir ungefähr bei 20% oder wir waren aber schon höher als beim ersten Ölpreisschock vor 50 Jahren, was ich letztes Jahr vorgetragen habe. Das ist aber nur im Internet verfügbar. Wer es nachschauen will, also die Vorlesungen sind ja alle in YouTube runterladbar. Also diese Phänomene, über die wir heute hier alle offen reden können, weil wir sie sehen, die sind vor einem Jahr als solche schon alle da gewesen, als harte statistische Fakten. Ja, hier versucht Hans-Werner Sinn nun weiter die Energiepreistheorie als Ursache für die Inflation anzugreifen, indem er behauptet, dass ja das Kriegsende der Kriegsanfang nach dem Anstieg der Erzeugerpreise stattgefunden hat. Was er hier aber verschweigt, ist, dass natürlich schon auch in den Monaten zuvor ja die Vorbereitungen für diesen Angriffskrieg im Gange waren und auch die US-amerikanische Regierung immer wieder gesagt hat, im Dezember schon 2021, dass die Wahrscheinlichkeit für einen russischen Angriff immer weiter steige. Das sei, und diese Informationen waren ja überall in der Öffentlichkeit verfügbar und haben sicher auch Spekulanten dazu getrieben, Vorräte von Öl anzulegen. Die Kapazitäten waren ja schon vorhanden. Während der Corona-Pandemie gab es ja diese riesigen Schiffe, weil man sich billig mit Öl eingedeckt hat, um es dann später teurer zu verkaufen. Das heißt, die Kapazitäten zur Hortung von insbesondere Öl waren vorhanden. Also insofern zählt das Argument hier nicht. Ja, es war ja schon vor Kriegsbeginn gab es diese Gerüchte und die wirkten treibend auf die Ölpreise. Auf den Gaspreis, also man sieht auch schon, dass der Gaspreis schon in 2021 zu steigen begann. Und das lag auch an der Bewusstheit der Abhängigkeit von russischem Gas. Wir waren ja zu 55% in Europa abhängig von russischem Gas. Und insofern waren alle Nachrichten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des russischen Angriffskriegs sehr preissensibel. Und in sich höchstwahrscheinlich war das Werk von Spekulanten. Ja, nun im Folgenden versucht Hans-Werner Sinn zu rechtfertigen, dass der Gaspreis eigentlich nicht der Grund für die Inflation war, sondern dass das Öl wichtiger war. Später nimmt er das teilweise wieder zurück. Er geht jetzt hier auf die Ölpreise und die Ölförderung ein, zwischen 2015 etwa und 2022, bis August 2022, und beschreibt hier eine Überreaktion der OPEC. Ja, also man sieht, dass aufgrund des Nachfrageeinbruchs, die Quarantäne hat ja bewirkt, beziehungsweise die Ausgangssperre hat ja bewirkt, die Lockdowns, dass die öffentliche Mobilität zum Erliegen kam. Und das hat also zu einem drastischen Einbrechen der Nachfrage von Öl geführt. Und darauf hat die OPEC reagiert und hat die Fördermenge gekürzt. Allerdings aus meiner Sicht in marginaler Höhe. Also es waren 10% Kürzung, so wie es hier dargestellt ist. Und daraufhin haben dann die Märkte wieder überreagiert und da ist dann der Preis einfach absurd in die Höhe geschossen. Also es gab nicht nur eine Überreaktion der OPEC, sondern auch überhaupt eine Überreaktion der Märkte. Ja, jetzt kommt hier die Grafik mit der Energiepreisinflation zwischen 1970 und 2022. Und da zeigt er die Erdöl- und Gaspreise, also Indizes für diese Energieträger. Und daran sieht man, dass die Preise
schon vor Beginn des Krieges in die Höhe schossen. Und wenn man sich halt bewusst macht, dass überall Energie drinsteckt und dass alle Güterpreise empfindlich von den Energiepreisen abhängen, dann sieht man hier eigentlich Argumente dafür, dass die Inflation zu einem großen Teil auf die Inflation der Energiepreise zurückzuführen ist, in seinen eigenen Worten beschrieben. Ja, die nächsten Folien beschäftigen sich mit der importierten Inflation durch die Zinsdifferenz und dazu möchte ich Ihnen hier noch einmal zunächst zu Wort kommen lassen. Wir haben auch noch einen anderen wichtigen Effekt, speziell in Europa. Das ist eine importierte Inflation. Und zwar aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zentralbank sagt ja, sie hätte keinen Einfluss auf die Energiepreise. Das sei nun mal Putin und das seien die bösen Scheichs und wer sonst was, aber doch nicht sie. In Wahrheit hat die Europäische Zentralbank sehr wohl einen unmittelbaren Einfluss auf die Energiepreise. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist der Mechanismus der importierten Inflation. Aufgrund der Zögerlichkeit bei der Zinsanpassung. Die Amerikaner haben nämlich schon viel früher die Zinsen erhöht und vor allem früher davon geredet als die Europäer, mit der Folge, dass es eine Kapitalflucht von Deutschland nach Amerika gab. Die Anleger sind aus europäischen Staatspapieren rausgegangen, haben die Euros genommen, auf den Devisenmarkt getragen, angeboten, Dollars gekauft, Dollar hoch, Euro runter. Das eine ist der Kehrwert vom anderen. Und wenn der Dollar hochgeht, dann gehen ja alle Preise von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kaufen, umgerechnet in Euro, automatisch natürlich im gleichen Umfang hoch, um den gleichen Prozentsatz. Auch die Energiepreise. Hier sehen Sie die Zentralbankzinsen am kurzen Ende. In den USA sind sie hier auf 4% hochgegangen. Und mit Verzögerung in Europa. Aber noch wichtiger als diese Verzögerung in Europa ist der Umstand, dass am 16.06. des letzten Jahres es eine erste Vorankündigung der FED gab, dass es eine Zinswende geben würde. Es gab nämlich eine Umfrage unter den Boardmitgliedern, ob sie glauben würden, dass es eine Zinswende gibt. Und 13 von 18 haben gesagt, ja, die wird es geben. Und wenn die Entscheidungen treffen, glauben, dass das so sein wird, dann kommt es so. Da haben die Märkte natürlich sofort reagiert. Und die Kapitalflucht nach Amerika setzte ein und damit die Aufwertung des Dollar. Sie sehen das in diesem Diagramm. Das ist der senkrechte Strich, ist nochmal diese Mitteilung, diese Vorankündigung. Und Sie sehen, am selben Tag der Vorankündigung schießt hier schon der Dollarkurs hoch und geht über das ganze Jahr hin bis jetzt kürzlich ziemlich nach oben. Wenn Sie das mal ausrechnen, von dem Tiefpunkt bis da oben hin zur Spitze, dann ist es ein Anstieg des Dollarkurses um 25%. Dieser Effekt hat also temporär, aber immerhin doch erheblich in diesem Umfang zur Steigerung sämtlicher Importgüterpreise, die wir auf den, also von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kaufen, beigetragen und auch natürlich der Energie. Wenn wir Öl kaufen, das ist in Dollar quotiert, auf den Weltmärkten gehandelt und plötzlich ist das 25% teurer. Und sogar das Gas, obwohl der Putin andere Kontrakte mit uns macht, der Putin spielt ja keine Rolle mehr, der hat das Gas abgedreht. Die Gaspreise steigen bis auf das Weltmarktniveau, welches durch die LNG-Preise bestimmt wird, aber auch in Dollar. Und jetzt durch diesen Mechanismus wird diese Obergrenze, bis zu der die Gaspreise steigen können, einfach um 25% erhöht. Vor 50 Jahren sprach man von einem direkten internationalen Preiszusammenhang. Wolfgang Stützel aus Saarbrücken, Ältere werden sich vielleicht erinnern, hatte das propagiert, auch über den Sachverständigenrat in Deutschland. Und dieser Mechanismus ist einfach lehrbuchmäßig offenkundig trivial fast. Ich wundere mich nur, dass die EZB bis zum heutigen Tage sich nicht dazu bekannt hat, dass sie mit ihrer Zinspolitik, ihrer Zögerlichkeit im Verhältnis zu den Amerikanern hier tatsächlich die Inflation mit befeuert hat über den Wechselkursmechanismus. Sie hat ja noch lange gesagt, dass das nur ein kleiner Huckel sei, die Inflation wieder schnell vorbeigehe. Im November letzten Jahres hieß es, das sei das Maximum, danach geht das wieder runter, Pustekuchen. Es ist ja ganz anders gekommen.
Also man hat sich gesträubt gegen die Wahrheit. Warum? Weil das ja zinspolitische Konsequenzen haben würde und man wollte halt die hohen Zinsen nicht. Jetzt können Sie überlegen, ob Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt, mit seinen Gouverneuren in dem Memorandum von 2019 recht hatte oder nicht. Aber jedenfalls hat er damals schon den Verdacht geäußert, dass die Zinsen nicht hoch genug gehen, weil man Rücksicht nimmt auf die überschuldeten Staaten der Eurozone. Also letztlich eine Politik, die mit Geldpolitik gar nichts zu tun hat, sondern fiskalischen Rettungscharakter hat. Oder auch das Leben einfach für die Staaten nur bequemer machen soll. Aber inzwischen haben wir schon die Kehrtwende. Inzwischen hat auch der EZB-Rat eine Kehrtwende vollzogen. Isabel Schnabel und andere Hardliner haben sich da doch durchgesetzt und haben jetzt erreicht, dass auch die europäischen Zinsen hochgehen. Wenngleich der Zinsabstand zu Amerika noch größer geworden ist. Aber man sieht jetzt, dass die Europäer sich nicht mehr ganz verweigern. Und damit hat eine gewisse Korrektur hier eingesetzt. Vor einem Jahr konnte man, habe ich das auch übrigens erzählt schon, nicht? Da konnte man viel Geld verdienen, wenn man daraufhin investiert hat. Jetzt allerdings ist der Zug abgefahren, nicht? Und wie weit es jetzt geht, weiß ich nicht. Das hier von Hans-Werner Sinn vorgetragene Argument ist aus meiner Sicht gesund. Das kann man durchaus so sagen. Man kann ja nicht leugnen, dass, wenn der Wert des Dollars steigt, dass dann alles in Dollar gehandelte teurer wird, also relativ zum Euro. Natürlich schwingt da im Hintergrund bei ihm immer mit diese Staatsschuldenorgie und dass er transportiert seine Moral, dass es unsittlich sei, Staaten zu retten. Also das kommt ja immer wieder zum Ausdruck, wie er das sagt. Und er schürt auch das Misstrauen, sagt, dass die Zentralbanken sich absprechen würden. Das hat er in dem Ausschnitt vorher gezeigt. Was er aber hier natürlich, ich reiß das hier ab, ja, was er sagen wird, ja, also was er hier nicht deutlich macht, ist, dass auch durch das Anheben der Zinsen, das ja ein Anheben der Zinsschulden, also der Schuldzinsen, mit sich bringt, dass dadurch auch eine Verknappung des realen Angebots geschieht. Ja? Denn wenn Zinsen und das ist ja eine allgemeine Aussage, wenn Zinsen und andere Kosten steigen, dann gibt es nicht allein eine reale Angebotsverknappung im Warenkorb, sondern auch eine nominale. Denn wenn in den Unternehmen die Kosten steigen, und dazu gehören eben Energiekosten, Materialkosten, Arbeits- und Fremdkapitalkosten, also Schuldzinsen, und auch in die Erzeugerpreise einfließen, diese gesteigerten Kosten, ja, dann bewirkt die entsprechende nominale Veränderung effektiv einen Rückgang des realen Angebots. Also das heißt, es ist quasi so, dass durch das Anheben der Zinsen es tatsächlich auch zu einer Angebotsverknappung kommt. Und das ist ja der Grund dafür, dass gerade dann, wenn jetzt die Energiepreise wieder auf das Vorkriegsniveau beziehungsweise auf das Niveau von vor einem Jahr zurückfallen, dass dann jetzt die Hauptursache für die Inflation die Fremdkapitalkosten in den Unternehmen sind und also die Zinspolitik der Zentralbank. Ja, also die hohen Schuldzinsen wirken inflationär. Er zeigt hier, dass diese Zinsdifferenz, also um jetzt nochmal auf die Zinsdifferenz-Auswirkung auf die Inflation zu sprechen zu kommen, ist es ja völlig richtig, dass eine Abwertung der Währung mit niedrigerem gegenüber der Währung mit höherem Zinsniveau aufgrund der Anlagemigration diese Abwertung stattfindet. Ja, also ist ja logisch, die Leute verkaufen, wenn in den USA die Zinsen steigen, oder höher liegen als in Europa, dann verkaufen natürlich die Anleger ihre Euros gegen Dollars, ja, tauschen sie, dadurch wertet der Euro ab, der Dollar wertet auf, um das dann zu höheren Zins anzulegen. Ja, das heißt, auch, und allein schon auch die Ankündigung der Zinswende
wirkt psychologisch ja in diese Richtung. Ja, das heißt, das Argument ist natürlich richtig und ganz allgemein gilt, ist es alles richtig, dass alles in Einheiten der hochzinsigen Währung gehandelte teurer wird, also auch Öl und Gas. Ja, das wirkt sich allgemein, also diese Zinsdifferenz wirkt sich allgemein auf das Werteverhältnis und damit auf den Realtausch im wirtschaftlichen Verkehr aus und erzeugt netto einen realen Strom von Gütern von dem niedrigzinsigen Raum, hier der Euro, in den höherzinsigen Raum, in den Dollarraum hinein. Ja, das ist das, was Zinsdifferenzen ausmachen. Was kann man da, wie kann auf so einen Angriff reagiert werden? Da kann geldpolitisch drauf reagiert werden, ja. Man kann versuchen, als Zentralbanker dieses Anlagevermögen mit steigenden Zinsen zurückzuholen. Man kauft sich damit aber die sozialen Folgen ein. Dann gibt es noch die Alternative, die fiskalpolitische Alternative. Es müssten Zölle erhoben werden in Höhe der Zinsdifferenz, um diese Anlagemigration zu dämpfen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten und Instrumente der Kapitalverkehrsregulierung. Das Entscheidende ist die Emulation der Wirkung der Zinsdifferenz. Also man muss diese Anreize, die da geschaffen werden, dämpfen. Und dann findet diese Abwertung nicht statt. Also jedenfalls ist das Argument gesund, was er hat. Aber es wird dann auch deutlich, dass tatsächlich die EZB im Zugzwang der Amerikaner gehandelt hat. Ja? Nicht nur im Zugzwang der Märkte, sondern auch im Zugzwang der amerikanischen Zentralbank. Und das Argument, was er hier vorgebracht hat, ist im Wesentlichen gesund. Jetzt ist natürlich so, dass er überhaupt nicht auf die ethischen Fragen eingeht, dieser Zinssteigerung, ob man jetzt sich dem Diktat der FED unterwerfen soll. Ja, denn die Geldpolitik der FED ist ja auf den amerikanischen Währungsraum zugeschnitten. Und da kann man sich nicht so einfach unterwerfen. Wir haben ja andere Bedingungen hier. Wir haben insbesondere haben wir ja eine ganz andere Struktur unseres Währungssystems. Also wir haben nationale Regierungen und wir haben sehr unterschiedliche Höhen von Staatsschulden und wir haben immer noch problematische Länder, was Staatsschulden angeht, allen voran Italien. Und deswegen ist auch diese Sprache, die er da bemüht, dass die Zinsanpassung zu zögerlich sei, die ist im Hinblick auf den europäischen Zusammenhalt mehr als bedenklich. Also das ist bei ihm schon vorher aufgefallen, dass er einfach keinen Wert auf dieses europäische Projekt legt, sondern dass er das am liebsten in Trümmern sehen würde. Ja, man sieht auch seine Gesinnung daran, dass er halt immer den Satz sagt, auch die langfristigen Zinsen steigen, aber steigen sie genug? Also er ist definitiv ein Zinsfanatiker. Er möchte gerne, dass die Zinsen so schnell wie möglich steigen. Ja, jetzt kommt die nächste Passage. Schaut sie euch mal an. Gut, die kurzfristigen Zinsen steigen auch die langfristigen. Das ist ja eigentlich für Investitionen und auch für den Staat fast die Hauptsache. Das ist nicht so klar. Das QE-Programm 2015, dieses Megakaufprogramm für die Staatspapiere, wurde eingeführt, um auch die langfristigen Zinsen zu drücken. Aber ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann. Hier sind die langfristigen Zinsen für Staatspapiere in Deutschland, in Frankreich und so weiter seit den 90er Jahren. Sie sehen, dass hier ganz rechts am Bildrand man wieder einen gewissen Anstieg sieht. Wir sind jetzt da, wo wir waren, als der Euro eingeführt wurde, vor 20 Jahren. Aber wir haben inzwischen eine viel höhere Inflation. Das heißt, dieses Zinsniveau reicht bei weitem noch nicht, um die Staaten zur Vernunft zu bringen und einzubremsen bei ihrer Schuldenpolitik. Denn die Staaten werden doch jetzt Folgendes sehen. Die Inflation
bläht die Wirtschaftstätigkeit nominal auf, die Preise steigen, die Steuereinnahmen steigen, sogar überproportional wegen der heimlichen Progression und so weiter. Der Staat schwimmt im Geld und relativ dazu werden die Schuldenlasten immer weniger. Auch das ganze Sozialprodukt bläht sich ja nominal über die Preise auf. Die Schulden bleiben zunächst mal, wo sie sind. Das heißt, die Schuldenquoten sinken durch diesen Prozess, durch die Inflation. Und dann werden die Politiker sagen, ach, jetzt haben wir wieder Luft und können also neue Schulden aufnehmen. Nicht? Das heißt, in Wahrheit orientieren sie sich implizit an den Realzinsen, die natürlich, wenn die Zinsen heute so hoch sind wie früher, viel, viel niedriger sind, stark im negativen Bereich bei diesen gewaltigen Inflationsraten, die wir haben. Also die Sache ist überhaupt noch nicht zu Ende, sondern die Schuldenexzesse der Staaten, die kommen erst noch und die setzen sich fort. Ich glaube nicht, dass die ein Ende haben, ganz im Gegenteil. Ja, jede Gesinnung hat ihre eigene Vernunft, kann man sagen. Das ist einfach die Logik, nach der die Menschen dann handeln. Und von Konsistenz kann ja eigentlich bei Hans-Werner Sinns Argumentation oft nicht die Rede sein. Also man könnte ja meinen, dass... Also man merkt ja schon, er hätte es gerne, dass die Zinsen steigen, ganz eindeutig. Und dann regt er sich aber darüber auf, dass die Staaten Schulden machen. Ja, er zeigt hier die Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen unterschiedlicher Länder in Europa und zeigt auch, dass die schon vor dem Krieg wieder angestiegen sind. Ja, kann man fragen, woran liegt es? Kann auch, also das kann auch einfach daran liegen, dass Menschen glauben, dass die Zinsen wieder ansteigen. Ja, das ist ja mit der Inflation, so wie mit den Zinsen auch, wie so ein Stoßgebet, dass die Gläubigen dieser Zinsreligion öffentlich praktizieren, dass sie sagen, die Zinsen steigen. Wenn das viele Leute glauben, dann denken sie sich auch, ja gut, dann werde ich jetzt noch schnell, wo das Geld so günstig ist, einen Kredit aufnehmen. Dadurch steigt die Nachfrage und dann steigen die Zinsen. Das heißt, wenn die Äußerungen, dass die Zinsen steigen, öffentlich Gehör finden und glaubwürdig sind aus der Sicht von vielen Marktteilnehmern, dann führt das zu einem Anstieg der Zinsen. Das Rezept ist dann natürlich, dass man diesen Leuten nicht mehr glaubt, wenn man nicht will, dass die Zinsen steigen. Was er jedenfalls hier nicht sagt, ist, dass ja, das wissen auch viele Leute nicht, wenn die Staatsverschuldung steigt und die Zinsen sind positiv, dann profitieren wieder die mehr Menschen von der Verschuldung des Staates, nämlich die Käufer der Staatsanleihenpapiere. Ja, also es ist ja der Steuerzahler, der dann diese Zinsschulden der Staaten abbezahlt und das passt halt nicht mit dem zusammen, dass er sich wieder steigende Zinsen wünscht. Ja, also er kann ja eigentlich nicht die Staatsverschuldung beklagen und gleichzeitig sich wünschen, dass die Zinsen steigen. Ja, also das passt nicht zusammen. Also ich meine, wer soll denn, wenn die Zinsen steigen, dann gibt es ja Leute, die profitieren. Und warum sollen sie dann nicht vom Staat profitieren? Ja, also es ist unlogisch. Ja, der Mann ist, glaube ich, nicht richtig klar im Kopf. Es ist ja auch so, er benutzt das Wort Vernunft, ja, dass halt die Staaten, also dass die Zinspolitik noch nicht ausreiche, um die Schuldenpolitik der Staaten zur Vernunft zu bringen. Das heißt, im Grunde genommen ist das Instrument seiner Wahl die Austerität, ja, mit den sozialen Folgen. Ja, also er würde wahrscheinlich sogar an den notwendigen sozialen Ausgaben sparen. Das hat sich ja auch schon ergeben aus dem, was er über den Zunder gesagt hat, über das Bürgergeld, das aktuelle. Aber was ist denn das für eine Vernunft, Herr Hans-Werner Sinn? Ja, das ist doch nicht vernünftig, ja, dass die Reichen weiter sich bereichern an den Zinsen. Ja, er spricht von Schuldenexzessen. Dabei sind ja diese
Wovon er nicht spricht, ist von der Lösung dieser Schuldenexzesse. Eine Möglichkeit sind natürlich Vermögensabgaben. Und die, man kann sich fragen, okay, vielleicht können sich ja die Amerikaner die höheren Zinsen deswegen leisten, weil sie eine Vermögensabgabe haben. Ich wusste das auch nicht, ja, aber die Amerikaner haben Vermögensabgaben. Die liegt irgendwie in der Nähe von 2%. Und dann sollte, was er überhaupt auch mal fragen sollte, welchen Einfluss hat denn die Schuldenpolitik von Staaten auf das Zinsniveau im Währungsraum? Man muss sich ja bewusst machen, dass der Staat ein großer Nachfrager von geborgtem Geld ist. Und wenn die Schuldenpolitik, wenn der Staat wieder mehr Schulden macht, dann zieht das Zinsniveau nach oben. Ja. Also das sind aber auch Überlegungen, die er hier gar nicht tätigt. Und somit lässt er die Rezipienten seines Vortrags diesbezüglich im Dunkeln. Und das, da wird er wieder seiner Verantwortung nicht gerecht. Ja, stattdessen malt er es wieder schwarz und sagt, dass diese 4,4 Billionen Euro niemals zurückgezahlt werden könnten. Ja, damit treibt er die Risikoprämien in die Höhe. Ja, er malt quasi das Platzen einer Schuldenblase an die Wand. Ja, man kann sich auch fragen, wie wirkt sich das auch auf den Währungswert aus, wenn er so redet. Ja, diese Aussagen, die er da macht, die sind manipulativ und sie befördern mit die Kapitalflucht bzw. die Anlagenmigration. Ich halte diese Aussagen für unverantwortlich, weil sie das Vertrauen in die Währung untergraben und die Zinsen weiter nach oben treiben. Ja, also das ist schändlich, was er hier tut. Wir kommen hier zur nächsten Passage. Insofern glaube ich nicht, dass die EZB die Kontrolle über das Preisniveau auch nur annähernd wieder gewonnen hat. Das Thema wird uns nämlich noch sehr lange begleiten. Und das ist ein ziemlicher Scherbenhaufen. Ich werde über den Scherbenhaufen der Energiepolitik reden, aber das ist auch ein Scherbenhaufen. Also das ist nicht der Euro, wie wir uns den vorgestellt haben, nach dem Markt-gleich-Markt-Prinzip, sondern es ist einfach die italienische Scala Mobile, die wir hier installiert haben, die Rolltreppe Scala Mobile, wo ein Preis vom anderen abhängig ist und man stellt sich darauf ein, dass alles miteinander so inflationiert und jeder weiß ungefähr, was passiert, dann kommen alle irgendwie zurecht und es geht auch irgendwie, nicht? Aber nicht so gut, weil wenn da eine hohe Inflation ist, dann geht ja alles Mögliche kaputt, dann haben sie keine langfristigen Kreditkontrakte mehr, weil der Gläubiger nicht weiß, was er real zurückkriegt, was der Schuldner nicht weiß, welche reale Last er hat. Das ist gar kein klarer wirtschaftlicher Kontrakt mehr möglich über längere Fristen. Was die Stärke des deutschen Marktes war, dass man über 20 Jahre Festzinskontrakte haben konnte, das würde alles verschwinden, wenn wir jetzt in ein inflationäres Regime kommen. Und wenn man keine langfristigen Festzinskontrakte mehr hat, dann kann man auch nicht mehr so leicht langfristige Investitionen finanzieren. Dann geht alles Mögliche kaputt dabei. Italien hat eben nicht gut funktioniert, es hat halbwegs funktioniert, aber nicht gut. Und das genau wollten wir vermeiden, indem wir stolz uns auf die Brust geklopft haben und gesagt haben, jetzt haben wir das so zurechtgezimmert rechtlich, dass das nach dem Modell der Bundesbank gemacht wird hier. Davon kann nicht die Rede sein. Ja, Hans-Werner Sinn setzt hier seine Hetztiraden gegen die Zentralbank fort und verhält sich weiter unverantwortlich. Bei Zeitindex 3851 sagt er, dass die EZB die Kontrolle über die Inflation verloren hätte, schürt damit weiter die Inflationserwartungen und auch somit befördert somit auch die Inflation mit. Denn wenn die Leute glauben, dass alles teurer wird, dann steigt die Nachfrage und das wirkt in der Tat treibend. Ja, er macht auch die Politik der Regierung schlecht. Regt sich über die Gaspreisbremse auf, es ist tatsächlich eine Gaspreissubvention, das sei neues Öl für das Inflationsfeuer, sagt er. Und dann bei 41,54 macht er sich über Christian Lindners Sprachtrickserei lustig, der die Schulden, die Netto-Neuverschuldung als Sondervermögen bezeichnet, also das Gegenteil. Da muss ich ihm natürlich dabei zustimmen. Ja, also ich finde das auch absolut unverantwortlich, dass die Gegenwartsprobleme, also die Finanzierung der gegenwärtigen Probleme
der Bewältigung der Probleme einfach auf die nächsten Generationen verschoben wird. Ja. Ich frage mich dann aber, warum ist er nicht vorne mit dabei bei einer Verfassungsnormklage? Ja? Also ich meine, wenn die Neuverschuldung oder die effektive Neuverschuldung die Grundgesetznorm sprengt, dann gibt es dafür das oder dagegen das Instrument der Verfassungsnormklage. Und da könnte er sich ja hervortun und voranpreschen. Das tut er aber wahrscheinlich nicht. Warum? Weil er eigentlich befürwortet, dass die Zinsen steigen und das dazu führt ja die Schuldenpolitik der Staaten. Ja. Jetzt, er zeigt hier auch eine Folie vom Sondervermögen von Christian Lindner. Wenn man sich da anguckt, was da drunter ist, das sind höchstwahrscheinlich, es ist nicht nur von Christian Lindner, es sind alle Kreditermächtigungen seit 2008. Und da kommt er eben auf diese 1,7 knapp Billionen Euro nur für Deutschland. Also das ist ein Anteil dieser 4,4 Billionen. Die führt er hier auf und das sind halt alles Gelder, die sind nicht nachfragewirksam geworden, sondern sie haben letztendlich Einkommensausfälle kompensiert. Ja, das heißt, die Einkommen sind ja gefallen, ja, wegen der Lockdowns in der Pandemie. Und der Staat hat daher, also wir haben da eine deflationäre Tendenz gehabt, das sieht man ja dann auch in den Grafiken, ja, die ich hier gleich zeige. Diesen Nachfragerückgang, den hat der Staat nur teilkompensiert. Ja, da ist nicht zusätzliche Nachfrage über der normalen Nachfrage hinzugekommen. Und das ist der Grund, warum diese zusätzlichen Geldbeträge nicht nachfragewirksam gekommen worden sind und nicht für die Inflation verantwortlich sein können. Ja, ich muss hier fragen, warum wehrt man sich gegen Vermögensabgaben in konservativen Kreisen? Ja? Traut man es der Realwirtschaft nicht zu, dass sie anstelle der Finanz- und Leihwirtschaft die Renditen ranschafft? Ja? Man kann ja tatsächlich einfach die Negativzinsen als eine marktwirtschaftliche Form der Vermögensbesteuerung betrachten, die gut ist für die Realwirtschaft. Und dann würden halt die Renditen rangeschafft von der Realwirtschaft und nicht mehr von der Finanz- und Leihwirtschaft. Dann ist die Frage, dann muss ich natürlich die Frage stellen bei 44, 35, warum denn eigentlich wirklich die Schuldenpolitik der Staaten inflationär wirkt? Ist es einfach aus dieser orthodoxen Theorie heraus wegen der Ausweitung Geldmenge oder ist es, und das halte ich eben hier für problematisch, die Schuldenpolitik treibt die Zinsen und die Zinsen die Fremdkapitalkosten in den Unternehmen. Und das ist die Ursache dafür, dass die Schuldenpolitik der Staaten inflationär wirkt. Ja. Das ist aber eine sehr indirekte und die geht nicht über die Geldmengenausweitung, sondern über die Erzeugung zusätzlicher Kosten für die Realwirtschaft. Ja. Insbesondere sieht man, wenn man sich diese Grafik hier anguckt, die habe ich von Trading Economics, dass wir eigentlich seit dem Jahr 2000 einen sehr klar erkennbaren deflationären Trend haben. Ja, und der hört auch nicht auf ab April 2015, wo Mario Draghi jeden Monat 60 Milliarden Euro den Staatsanleihen abgekauft hat. Aus diesem Trend wird erst ausgebrochen Ende 2021, Ende 2020, nee, 22 war der Krieg, 2021, Anfang 2022, zu Beginn des Krieges, und zwar infolge der Energiepreisexplosion. Ja. Also die orthodoxe Inflationstheorie ist komplett widerlegt. Ja. Ich möchte jetzt hier das nochmal betonen, ja, warum, wie eigentlich genau das Schuldenmachen inflationär wirkt.
die Ausweitung der Geldmenge ist pauschal nicht als Ursache. Die Ausweitung der Geldmenge pauschal als Ursache auszumachen, ist nicht hinreichend begründet. Wenn der Nachweis der Warenkorb-Nachfragewirksamkeit fehlt, also wenn nicht nachgewiesen wird, dass das zusätzlich geschaffene Geld massenweise nachfragewirksam geworden ist, dann hat die orthodoxe Inflationstheorie überhaupt gar keinen Stand, weil gar nicht nachgewiesen wurde, dass tatsächlich die Nachfrage gestiegen ist. Ja, weil eine Geldmengenausweitung heißt ja nicht automatisch eine Nachfragesteigerung. Was man natürlich sagen kann, es gab tatsächlich infolge der Absenkung des Zinsniveaus, und die war eine Folge der Geldmengenausweitung direkt, das war ja auch beabsichtigt, eine Inflation der Vermögensanlagegüterpreise. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir uns die Immobilienpreise angucken, auch die Preise für andere Vermögensanlagegüter, zum Beispiel auch Edelmetalle oder Kryptowährungen, dort eine Preisexplosion gesehen. Ja, die war direkte Folge der Zinsen, ja, weil viele Leute dann Kredit bekamen, die Kredithürde war verschwunden, also diese sogenannte Budgetrestriktion galt nicht mehr. Ja, die verschwindet ja, bei Nullzins gibt es keine Budgetrestriktion mehr und jeder bekommt Kredit, theoretisch. Und jetzt muss er aber sagen, dass ja im Warenkorb keine Vermögensanlagegüter enthalten sind, aus gutem Grund nicht, weil es eben kein Anlagegut ist oder kein Konsumgut für die Massen. Ja, also es geht ja um die Lebenshaltungskosten und die Preise des Warenkorbs wiedergeben. Und dazu gehören halt keine Vermögensanlagegüter, die ja eher ein Luxusgut sind. Also, was man sich halt klar machen muss, ist, dass die Schuldzinsen, also die Zinslast, sich über die Fremdkapitalkosten auf die Preise auswirkt. Und das ist der Grund für den Zusammenhang zwischen dem Zinsniveau und der Inflation, der in jedem Buch über Volkswirtschaftslehre und Geldtheorie drinsteht. Ja. Es ist also so, dass von der kapitalistischen Realwirtschaft, also bei positivem Schuldzins, Sparer fressen und andere zinsnehmende Eigentümer und letztendlich aber alle Empfänger staatlicher, auch alle Empfänger staatlicher Leistungen. Also wenn man sich die Dynamik anschaut, dann ist es ja immer so, dass der Staat oben, also die Zinsen fließen in der Pyramide von unten nach oben und der Staat verteilt das zurück über Steuern und Abgaben. Und es ist letztendlich so, dass die Reichen die meisten Steuern zahlen. Ja, jetzt hören wir mal an, was er hier als Nächstes zu sagen hat. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation sind. Er benutzt hier jetzt, er sagt jetzt italienische Verhältnisse. Hören wir uns mal an, was er sagt. Nur gut. Ich kann nur warnen, auch ehemals solide Länder können ihre Bonität verlieren. Es gibt auch hier schwarze Schwäne, wo man sie nicht vermutet. Das ist nochmal England. Nicht? Das ist die Liste der Premierminister. Die wechseln sie so schnell wie andere Leute ihr Hemd. Und das ist das Ergebnis einer von Liz Truss vorgenommenen Politik im Wesentlichen. Jetzt der letzte Wechsel, wo sie glaubte, die Steuern senken zu müssen für Unternehmen, um eben Kapital anzulocken. Das Gegenteil war aber der Fall, denn diese Politik lief ja auf eine zusätzliche Verschuldung hinaus und die Kapitalmärkte wurden nervös, weil England sowieso so stark verschuldet ist. Sie haben gesagt, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Irgendwann ist England pleite mit solch einer Strategie. Und bevor das zu Unruhen führt auf den Märkten und wir unser Geld verlieren durch Entwertung unserer Forderungstitel, suchen wir lieber das Weite. Und es kam zu einem Kursverfall des Pfundes und das Tohuwabohu in der City war so groß, dass Liz Truss nach nur einem Monat im Amt wieder ersetzt wurde durch den neuen Premierminister Rishi Sunak, der nun als Investmentbanker sicherlich gefeit ist vor solchen Experimenten.
Aber die Frage stellt sich, was ist hier das nächste Land? Wir sind inzwischen so weit gekommen mit dieser Schuldenorgie, dass auch vermeintlich stabile Länder der Eurozone nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Es mag noch 5 Jahre dauern, es mag noch 10 Jahre dauern, es mag schneller kommen. Aber so wie der Kurs bislang gefahren wurde, geht es nicht. Der Staat muss wieder sagen, wenn er jemandem Geld geben will, wem anderen er das wegnimmt. Du kriegst was und dir und dir und dir nehme ich das weg. Er muss sie angucken und sagen, du genau. Und dann gibt es riesige Proteste und Widerstand und dann wird der Staat das nicht tun. Nicht? Und genau um das zu vermeiden, geht man diesen Schuldenweg. Das ist ja so einfach und so bequem. Aber es ist eben inflationär und weil es inflationär ist, gibt es Lasten. Die Lasten übertragen sich auf andere. Ja, ich würde hier tatsächlich, oder ich spreche hier nicht von italienischen Verhältnissen, sondern von Neu-Weimarer Verhältnissen. Und das sind Weimarer Verhältnisse, weil damals war das ja auch so in Deutschland, im Deutschen Reich, dass es so ein Haushaltsprekariat gab und dass die Regierungen häufig gewechselt haben. Nicht nur so, das ist jetzt, und diese Geschichte wiederholt sich, weil dieser Mechanismus mit den Zinsen uns wieder in diese Lage versetzt hat wie damals. Und aber auf diesen geschichtlichen Zusammenhang geht Hans-Werner Sinn gar nicht ein. Ja, es ist insbesondere so, wenn man sich das Vermögensportfolio der Deutschen anschaut, dass wir so reich sind wie nie zuvor, ja, dass das Vermögen sehr ungleich verteilt ist, ja, das größte Vermögen, also die wichtigsten Vermögensarten sind nicht das Geldvermögen, ja, sondern das sind also selbstgenutztes Wohneigentum gehört zu den wichtigsten Vermögensgütern, die könnte man besteuern, ja, also man könnte die Schuldenkrisen der Staaten durch Vermögensabgaben lösen. Ja, so wie es aber im Moment läuft, auch aufgrund des Wirkens von Hans-Werner Sinn, ist, dass die Zinsen wieder steigen. Das heißt, dass diejenigen, die schon Vermögen haben, noch dafür belohnt werden. Sie bekommen Zinsen für ihr Geldvermögen, sie bekommen Mietzinsen, die Mietzinsen steigen, sie bekommen Mietzinsen für die Wohnungen, die sie vermieten. Ja, wenn sie Grundherren sind, dann bekommen sie Pachtzinsen. Wenn sie Unternehmenseigentümer sind, dann bekommen sie Gewinne ihrer realwirtschaftlichen Unternehmungen. Und wenn sie Aktionäre sind, dann bekommen sie Gewinne aus ihren Unternehmensbeteiligungen. Ja. Und das ist aber einem kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten, diese Privilegien. Und das Problem, die soziale Schieflage verschärft sich. Ja, und das ist ja das, was hier so auch so die Emotionen hochtreibt, ja, dass wir eigentlich vor immer schwereren sozialen Problemen stehen, also ökonomischen Problemen, und aber auf die zugrunde liegende Mechanik geht da überhaupt gar nicht ein. Ja, also man muss sich halt bewusst machen, dass aus der Realwirtschaft die ganze Zeit Zinsen abfließen in das Privatvermögen hinein. Und das kommt dort auch nicht weg, wenn die Zinsen weiter steigen, ja, sondern das wird sich weiter konzentrieren in der Hand derjenigen, die schon über Geldvermögen verfügen, also Geldvermögen haben, wenn die Zinsen positiv sind. Und solange die Zinsen positiv sind, ja, also der Zusammenhang ist ja schnell erklärt. Also ich habe das hier in dieser Grafik gezeigt. Wenn man die Einkommens- und Vermögensverteilung aufteilt, dann bekommt man eine, also nahezu pyramidale Form. Also perfekt pyramidal ist sie nicht, aber es gibt halt eben sehr viele Menschen, die haben sehr wenig oder gar nichts oder Schulden. Dann gibt es weniger Menschen, die haben ein bisschen mehr Vermögen. Und ganz wenige haben sehr viel Vermögen. Und jetzt, wenn man auf die Einkommensseite guckt, dann leben diese Menschen oben mit dem K, ja, die leben hauptsächlich von ihrem Eigentum. Also ihr Einkommen beziehen sie aus ihrem Eigentum. Und gar nicht mehr aus Arbeitskraft, aus dem Verkauf ihrer Arbeitskraft, während die Mittelschicht, also insbesondere von Zinsen, ja, sie leben von Zinsen. Die Mittelschicht, da arbeiten die Leute noch, ja,
Aber sie haben gemischte Einkommen. Sie haben Einkommen aus freiberuflicher oder Unternehmertätigkeit, aber auch Zinseinkommen, zinsartige und Einkommen, die aus Eigentum abgeleitet werden. Und die Menschen unten, die große Masse der Bevölkerung, also jedenfalls ein großer Anteil, die können keine Rücklagen bilden. Das wird ja auch immer wieder publiziert, jetzt auch durch die Inflation schwindet die Kaufkraft und Menschen können nichts mehr zurücklegen. Die Menschen unten, die haben nur Einkommen aus Arbeit, ja. Und es ist effektiv so, dass der Staat dieses Ungleichgewicht, das von den Zinsflüssen erzeugt wird, dass der das versucht zu Teil kompensieren, indem er die Reichen besteuert und nach unten zu den Armen umverteilt. Und das bisher werden aber nur Einkommen besteuert, keine Vermögen. Ja? Wenn man sich anguckt, was eigentlich die sanfteste Form der Vermögensbesteuerung wäre, ist, dann sind das die Negativzinsen. Ja? Die werden direkt über den Geldmarkt bzw. über die Banken umverteilt und sind eine sehr, ich sag mal, grundgesetzverträgliche Form der Vermögensbesteuerung. Worauf Hans-Werner Sinn auch nicht eingeht, ist eigentlich, worin die Polykrise von Neuweimar, also jetzt auch am Beispiel der britischen Regierung oder der italienischen Regierung besteht. Ja. Die brennende Frage ist, woher soll das Geld für die notwendigen Staatsausgaben kommen? Ja, und diese Frage ist schnell beantwortet. Da gibt es folgende Möglichkeiten. Es können neue Schulden gemacht werden, damit werden die nächsten Generationen belastet. Es könnten Steuern auf den Vermögensbestand eingeführt werden. Ja. Und was man auch machen kann, ist, man kann die Steuern auf den Vermögensfluss, also auf Umsatz und Einkommen erhöhen. Also so wie es jetzt ist, ja, dass man Steuern erhöht. Liz Truss hat genau das Gegenteil gemacht und hat Leute verschreckt, die genau wissen, dass das ein großer Fehler ist. Ja, Hans-Werner Sinn ist ja auch ein heimlicher Verfechter dieser Ideologie von Liz Truss. Ja, er möchte auch gerne einen schlanken Staat haben und dazu gehören natürlich niedrige Steuern. Nur Hans-Werner Sinn erklärt eben nicht, woher das Geld dann kommen soll, was der Staat für seine notwendigen Ausgaben braucht. Es bleiben Haushaltseinsparungen, ja, Austerität, das hatten die Briten unter Margaret Thatcher, hat zu sozialen Unruhen geführt. Und das kann ich nur als brutal und höchst gefährlich bezeichnen, weil die arbeitenden Menschen haben einfach nicht genügend für das, was sie leisten. Also die bekommen einfach nicht genügend Pflegekräfte, Menschen, die Menschen dienen letztendlich. Also Kindergartengärtnerinnen, Lehrerinnen, Pflegekräfte in Alten- und Krankenhäusern. Ja, also aus meiner Sicht ist die beste Lösung im Sinne der Marktwirtschaft die Besteuerung des Geldvermögensbestands durch Absenkung der Zinsen unter Null. Und also Negativzinsen auf Guthaben und bei Schulden, das führt zu einer marktwirtschaftlichen Besteuerung von Geldvermögen und zu einer Umverteilung von reich zu fleißig, so wie es sein soll. Ja, ich möchte hier im letzten Abschnitt ihn nochmal zu Wort kommen lassen und gehe dann auf die gegenwärtige Lage ein. Zunächst einmal hier noch das letzte Video von Hans-Werner Sinn. Die Inflationsverluste sind jetzt schon riesig. Die Entwertung aller nominalwertgesicherten Ansprüche vom Jahresbeginn 2021 bis Oktober 2022 ist 12%. Also wir haben 14% Inflation im und vom 100 Rechnung und so weiter. 12% Entwertung stecken da schon drin. Betroffen sind Gehälter, Sparguthaben, Lebensversicherungsverträge, Mietverträge ohne Indexklauseln und so weiter. Jetzt aus der Sicht des Vermieters, ja, der hat da einen Mietanspruch und der erodiert. Also, das sind alles gewaltige Umverteilungseffekte, die hier stattfinden. Es ist nicht so, dass der liebe Gott bei dieser Staatsverschuldung da irgendwie mithilft und Lasten vermeidet, sondern die Lasten werden nur diffus verteilt und keiner merkt so richtig, dass er betroffen ist oder wenn er es gemerkt hat, ist es zu spät und deswegen gibt es da weniger politischen Widerstand. Es ist ein Defekt unserer Demokratie, dass eben man immer wieder neigt, über Staatsverschuldung sich zu verschulden. Und deswegen die ganzen Schulden,
Pakte und Schuldengrenzen und so weiter, aber Sie sehen, wie clever die Politiker sind, sie zu umgehen. Betroffen sind übrigens auch die Forderungen aus den Tageskrediten der Bundesbank, die zuletzt eine Höhe von 1,23 Billionen Euro hatten. Der Verlust darauf beträgt bereits seit Jahresbeginn 2021 148 Milliarden Euro in realer Rechnung. Das ist kein Pappenstiel. Das sind ja Forderungen, weil Geld, das anderswo geschaffen wurde, nach Deutschland überwiesen wurde, Güter wurden und vor allem Vermögensobjekte wurden gekauft, die gingen in die anderen Länder, die Vermögensobjekte sind da, die Bundesbank hat zum Ausgleich eine Ausgleichsforderung, die Kreditcharakter hat, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, gibt es eine extra Vorlesung im Internet, können Sie nachschauen. So oder so, das ist Teil des deutschen Auslandsvermögens, offiziell so gerechnet. Und dieses erodiert jetzt allein durch diese Inflation über die Tagessalden um 148 Milliarden. In der Inflation schmilzt das Geldvermögen wie das Eis in der Sonne. Das ist halt das Problem. Und es gibt völlig ungeplante Umverteilungseffekte zwischen den verschiedenen Individuen, Schuldnern, Gläubigern, zwischen den Bürgern und dem Staat. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Es ist fast null per Saldo, es ist ein Nullsummenspiel, aber ein ungeplantes Nullsummenspiel, was in eine funktionsfähige Demokratie nicht hineingehört. Ja, also ich kann Heinz-Werner Sinn in seinen Warnungen, was die Inflation, was die Auswirkungen der Inflation betrifft, nur zustimmen. Die Inflation ist, die trifft vor allen Dingen die Ärmsten und am härtesten die Ärmsten. Und sie bringt uns als Staat, also den Staat insgesamt in eine schwierige Lage und stellt uns vor, mit Gewalt vor schwierigen Entscheidungen, vor schwierige Fragen und schwierige Entscheidungen. Jetzt möchte ich aber trotzdem hier zunächst einmal nochmal auf die gegenwärtige Lage eingehen, weil das so wichtig ist, das zu erkennen. Und das betrifft vor allen Dingen die Energiepreise. Ja, also was wir hier sehen, ist von Tagesschau den Stand der Gasspeicher, Füllstände, also die Füllstände bei den Gasspeichern. Und da sehen wir, dass wir in diesem Jahr 2023 höher liegen als im Vorjahr und überhaupt bei den Vorjahren. Ja, also das heißt, wir sparen sehr effektiv Gas ein. Das mag auch daran liegen, dass der Winter nicht so hart ausgefallen ist, wie vermutet. Und das bedeutet für die Gaspreise, dass sie sinken. Und das sieht man auch. Hier ist eine weitere Grafik von Tagesschau. Da sieht man, dass der Preis für eine Megawattstunde aus Erdgas immer weiter sinkt. Ja, da ist die Zeitskala vom 5.12.2022, das war vor 1,5 Monaten, bis zum 16.01. Da sehen wir, dass das von 150 auf etwa 50 gefallen ist. Das heißt, wir sehen schon die Gaspreise sinken. Und das zeigt auch die Statistik von Trading Economics, die hier gezeigt ist bei Natural Gas, also Erdgas, dass das wieder auf das Niveau von vor dem Krieg gefallen ist, der Gaspreis. Ja, also das heißt, dass die auslösende Ursache, dasselbe haben wir bei Rohöl, ja, also da sieht man auch, dass der Höhepunkt der Preisexplosion, der Preisentwicklung überschritten ist und wir schon wieder in dem Bereich sind von vor dem Krieg. Ja, also das heißt, wenn man da noch weiter zurückblickt, wir hatten schon so hohes Niveau, das kennt man ja, 80 Dollar pro Barrel. Das sind Preise, die eigentlich hoffen lassen, dass die Inflation, dass dieser Teil der Inflation, nämlich die Energiepreise, dass der zurückgeht. Das haben wir auch bei den Heizölpreisen, dass die wieder in normale Gewässer kommen. Und beim Benzinpreis sehen wir das, also Gewässer.
in den Normbereich zurückfallen. Ja, dasselbe bei Benzin. Also überall das gleiche Bild. Auch die Strompreise sind schon wieder so wie vor dem Krieg. Aber wenn man länger zurückblickt, 2, 3 Jahre, dann sieht man, dass wir höher liegen. Ja. Und das ist tatsächlich auch mit durch die Energiewende verursacht, durch das Abschalten von Atomkraftwerken. Und da muss man, darauf gehe ich im zweiten Teil des Vortrags ein. Bevor es zum zweiten Teil des Kommentars übergeht, möchte ich hier ein Zwischenfazit durchführen. Hans Werner Sinn argumentiert zweifach. Zum einen argumentiert er immer wieder mit der orthodoxen Inflationstheorie, behauptet, dass die Inflation auch oder zu einem großen Teil zurückzuführen ist auf die Geldmengenausweitung infolge der Zentralbankpolitik und der Schuldenpolitik der Staaten. Gleichzeitig aber zeigt er Folien zu den aus meiner Sicht tatsächlichen Ursachen, nämlich den Preissteigerungen und den Kostenschocks bei der Energie. Ja, und zeigt auch Folien, wie diese Energie in die Erzeugerpreise und dann wie die Erzeugerpreissteigerung in die Preissteigerung der Güter des Warenkorbs einfließen. Wie ich schon zuvor gezeigt habe und wie auch an der unten stehenden Grafik erkennbar ist, hatten wir schon vor dem Beginn dieses Kostenschocks in 2021, eine deflationäre Tendenz, die auch nicht durchbrochen wurde durch die Geldmengenausweitung infolge der Pandemiebewältigung und auch der Nachwehen der Eurokrise. Vielmehr explodierte die Inflation erst im Vorfeld und dann nach Ausbrechen des Krieges in der Ukraine. Offenbar steht die Geldmengenausweitung nicht direkt in kausalem Zusammenhang mit der gegenwärtigen Inflation. Und zwar deswegen, weil dieses zusätzliche Geld nicht massenhaft nachfragewirksam geworden ist. Daher ist diese Argumentation, dass die Geldmengenausweitung schuld sei und damit die Schuldenpolitik der Staaten an der Inflation hinfällig. Die auslösende Ursache der Inflation waren Angebotsschocks verursacht durch die Pandemie und damit gestörte Lieferketten und dann Energiekostenschocks auch infolge und gerade infolge des Krieges in der Ukraine. Damit betrachte ich die orthodoxe Inflationstheorie für gescheitert. Nach Abklingen der auslösenden Ursachen, ich habe das gerade gezeigt in den Folien über die gegenwärtige Lage, verbleiben als Ursachen für die Inflation Reaktionen auf den Kostenschock. Zum einen erhöht die Zentralbank durch Anheben der Zinsen die Fremdkapitalkosten für die Unternehmen, also die Preise für Verfügungsrechte an Fremdkapital, und verursacht weitere Kosten für die Unternehmen, die dann höchstwahrscheinlich auch in die Erzeugerpreise einfließen, wenn die Unternehmen an der Grenze zur Tragfähigkeit der Kosten stehen. Und zum anderen erhöhen die Gewerkschaften, wie jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst auch angekündigt, die Preise für die Verfügungsrechte über Arbeitskraft, also die Arbeitskosten in den Unternehmen. Diese beiden Reaktionen wirken jetzt im Moment oder werden dominierend bei den Ursachen der Inflation, während die auslösenden Ursachen abklingen. Es wird aber in der Öffentlichkeit nur über die Auswirkungen oder die Inflationswirkung einer Lohnpreisspirale diskutiert, nicht aber über eine kausal damit verkoppelte Fremdkapitalkostenpreisspirale. Auch äußert sich Hans-Werner Sinn nicht über die Ursachen der jetzigen Inflation und auch nicht vor dem Hintergrund der Polykrise von Neu-Weimar, so wie ich das genannt habe,
sondern stellt sich auf die Seite derjenigen, die fordern, dass die Zinsen weiter steigen müssten, obwohl er selbst schon auch anmalt, wohin das ausmalt, wohin das führt. Aus meiner Sicht ist die falsche Inflationstheorie, die auch in der Rechtfertigung der Zinssteigerungen, wie sie im Moment vollzogen und angekündigt werden, weiter angekündigt werden, fatal im Hinblick auf die gesellschaftlichen Folgen dieser Zinssteigerungen. Und ich hoffe, dass ich in diesem ersten Teil der Kommentierung der Weihnachtsvorlesung meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass die Fehlerhaftigkeit dieser Theorie nachgewiesen sind und in den Köpfen ankommen. Insbesondere möchte ich die Rezipienten oder meine Zuschauer hier darum bitten, dass sie sich darüber bewusst werden, welche Folgen es hat, wenn man bedenkenlos der Schwarzmalerei von solchen Leuten wie Hans-Werner Sinn folgt, wie sich das auf Inflation und Zinsniveau auswirkt. Und außerdem möchte ich bitten, dass man sich näher mit dem Geldkreislauf, mit dem Finanzsystem, Geldsystem und vor allem den Zinsen beschäftigt. Ja, ich freue mich auf den nächsten Teil und verabschiede mich bis dahin. Alles Gute.